Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe und willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane. Wie soll ich sagen? Ich wollte einfach das Spiel nochmal spielen, weil es bisher mir wirklich gefallen hat. Jetzt habe ich aber bei Steam gesehen und auch bei der GameStar, dass das Spiel gar nicht so gut abgeschnitten hat. Ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, warum, weshalb. Ich denke mal, alle Welt wird es vergleichen mit einem Diablo, so wie ich auch in meinem letzten Video. Und ja, gegen Diablo anzukommen, ist halt ja nicht so ganz möglich, finde ich. Grafik könnte ein bisschen besser sein, Sound könnte wuchtiger sein. Und ich finde, das Charakterdesign, ich hätte mehr... Ich weiß mal, mit Diablo konnte man, glaube ich, auch nicht so viel einstellen. Aber man muss sich ja nicht an Diablo orientieren. Man hätte da ja mal ein bisschen was machen können. Wenn man schon feste Charaktere hat. Oder man hätte auch mal Auswahl haben können. Zwerg mit Armbrust oder als mit Kanonier oder etc. Aber nun denn, ich wollte noch mal ein Video nachliefern. Weil ich wirklich am Überlegen bin, ob ich davon ein richtiges Let's Play mache. Einfach dann die angezockt Videos fortführe. Und dann kann man auch sehen, wie lange so die Spielzeit ist. Ich habe noch nicht, ich wollte mich nicht spoilern lassen. Darum habe ich da nicht so viel nachgelesen. Weil wenn ich weiß, ich bin dann 10 Stunden durch, dann bin ich auch sauer, ganz ehrlich. Weil solche Spiele sollte man nicht in 10 Stunden durch haben. There is no time to waste. Even as we speak, the cultists could be preparing to sacrifice their captives. If they succeed. Und was mir gerade noch einfällt, das habe ich im letzten Video auch gesagt, ist, ich finde es auch eine Frechheit, dass es so XP-Bonus für 5 Euro gibt. Sowas finde ich eher beschissen. Also sowas finde ich, unterstütze ich gar nicht und kaufe ich auch nicht. Ja, das wollte ich auch nur mal erwähnt haben. They won't. By iron and stone, I swear. Klang ein bisschen abgehackt. The enemy will do everything in their power to keep you from reaching the captives in time. Choose your battles wisely. Now go and good hunting. Good hunting. Ja, ich habe vorhin nochmal bei Steam geguckt. 45% der Reviews waren positiv. Ist natürlich nicht so gut. Und ich glaube, bei, wie gesagt, bei GameStar hat das Spiel so. Hier sehen wir den König, der verflucht ist. Die versuchen ihn zu Heile zu beten. Ja, und bei der GameStar gab es auch nur, glaube ich, 65 Punkte für das Spiel von 100. Naja, aber solche Spiele kann man natürlich weiterentwickeln. Da weiß ich jetzt nicht, wie der Publisher hinterher ist oder was da noch geplant ist. Warte mal. Wer Diablo wurde ja auch nicht sofort zu einem... Nee, doch, müssen runter. Da haben sie ja auch noch einiges nachgebracht. Bei Teil 3 bin ich aber nicht so tief reingegangen. Ich habe nur das Grundspiel gespielt. Schande über mein Haupt. Aber davon gibt es, glaube ich, auch genug Videos. Da brauche ich überhaupt nichts mehr machen. Ja, Hauptaufgabe, oder? Bin ich hier falsch? Ja, und ich bin auch mal interessiert, wie die anderen Modis aussehen. Diesem gab ja noch so ein Busch, andere Modis hier, so 2, 3 Stück. Ich glaube, der eine hieß Boss Rush. Finde ich, ist auch eine nette Idee. Aber was es im Endeffekt ist, wollte ich mich auch nicht spoilern. Ah, Gefangene retten. Das heißt, wir müssen... Attacke! Wir haben keine Zeit für den ganzen Scheiß hier. Yes. Scheiß Fernkämpfer. Haben wir keine Zeit für. Achso, der Gefangene ist da hinten. Ich bin vorbeigelaufen. Nein! Wie mache ich befreit? You saved my life! Ja, erzähl nicht, wir haben keine Zeit. Ah,
Lassen Sie ihn in Ruhe? Ich dachte, den schlachten Sie nur als Dankeschön ab. So, ein von sieben haben wir. Keine Zeit, geht weg. Geht doch weg hier, geht mir nicht auf den Sack. So. Ich bin ein Zwerg auf Durchreise. Auch für euch, ich bin auf Durchreise. Es ist bestimmt alles so gemacht, dass man es quasi in 2 Minuten schafft, aber... Oder ein paar Minuten. Oh, das war eine gute Attacke. Die neue, die wir bekommen haben. Ich hoffe, dass wir dann danach... hier in Ruhe nochmal durchgehen können. Ah, geh doch mal weg. Wo sind sie denn? Wo ist... Da sind mehrere. Oh. Hayuket! Ah ne, Hayuket war das gar nicht. Der Montro hat das mal im Let's Play geschrieben. Wie man das wirklich ausspricht. Ich hab's aber wieder vergessen. Schande über mein Haupt. So, weiter. Haben keine Zeit. Haben doch keine Zeit. Zwerg, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Es ist einfach zu viel Gemetzel. Wir müssen da hoch. Aus dem Weg. Oh, was habe ich denn gedrückt? Ah, nein! Was habe ich gedrückt? Nimm das doch! Wenn der schon also steht. Warum kann ich das nicht nehmen? So, weiter. Den muss ich killen. Lass mich durch. Boah, Stau hier! Oh! Keine Zeit! Big Boss! Ah, weg, weg, weg! Okay. Okay, mal kurz zur Seite gehen. Okay, wir müssen uns definitiv heilen. Heilen. Okay, gehen wir weg. Der geht mir auf den Sack hier. Der Scheißtypen mit ihren... So. Auch Geschichte. I won't forget this, friend. Halt den Rand, wir haben keine Zeit. You saved my life. You saved my life. Maybe one day I'll do the same. Nee. Ihr werdet ganz sicher nicht dasselbe für mich tun. So, nur mal kurz gucken wegen Kiste, weil... Ach, du lebst noch, Entschuldigung. Nee, so eine Bosskiste oder so gibt's hier nicht. Jetzt muss ich aber hier wieder mal kurz Gas geben. Oh, das war kein Boss. Kommt der häufiger? Ah, links und rechts. Keine Zeit. Scheiße, auf der anderen Seite war einer. Es sind zu viele. Was? I need more time. Arschloch, so. Komm da. Nehmen wir mal alles mit. Gucken können wir später, was das ist. I won't for- ja, haben keine Zeit. Ich hasse Quests auf Zeit. Habe ich das schon mal gesagt? Hasse ich wirklich, also... Ich bin eher so ein Typ, ich schnitzel alles in Ruhe Platz und dann gucke ich mir alles an.
Ja, kommt. Kommt schön auf den Haufen. Oh. Das fand ich cool, dass es mir angezeigt wird. Ich habe jetzt nicht drauf reagiert. You saved my... Ja, ich lebe... ich habe dein Leben gerettet. Zahl das nächste Bier und ich bin hier... Dann sind wir quitt. Da liegt ja auch irgendein Scheiß. So. Unten links. Okay. Oh, wir haben es doch in der Zeit geschafft. Alles gut. You saved my life. Ja. So, jetzt verlassen wir die Kanalisation und dann sind wir schon durch. Jetzt können wir uns ja Zeit lassen. Ja, kommt her, ihr kleinen Schweine. Das war eine Hauptquest. Obwohl, das gefällt mir gerade hier. So die Schlucht mit dem Nörgelzeug. Ich finde das schön. Nee, wo läufst du hin? Bleib hier. Ich hoffe, wir kriegen so eine Attacke mal... Du hast wie auf 2, dass wir schnell vorankommen, bloß dass wir gleich so einen richtigen Schaden machen. Ja, ich weiß, man könnte jetzt nochmal zurücklaufen, alles durchsuchen, komm, Schitter. Geh mal weiter. Hier mal einen Schluck Cappuccino trinken. Hat heute schon genug Kaffee. Oh, hier was Goldiges. Ich hätte gerne noch so eine Möglichkeit. Das könnten sie echt mal machen, oder gibt's das? Dass man direkt vergleichen kann, wenn man auf einen Gegenstand geht, dass man gleich sieht, aha. Das würde das und das verbessern. Ist das ein Armschutz? So, ein Amulett. Was bringt das? Maximale Gesundheit. So. Nasenring. Ha. Komm, den gönnen wir uns. Egal, was der andere bringt. Nasenring ist toll. Geben wir unsere Schlappen auf? Nee, geben wir nicht. Haben wir hier noch? Ah, hier sieht man doch. Ach, das Grüne ist wahrscheinlich das Verbesserung. Ah, Heinrich, Mensch. Gib's doch das, was du willst. So. Den Rest spenden wir auch gleich, damit wir wieder Platz haben. Handeln. Reliquienjagd. Ja, Reliquienjagd ist bestimmt auch wieder irgendwas ganz Besonderes, was man, glaube ich, eher im Multiplayer machen sollte. So. Ruf Level 2, 100 Goldkronen. Du. Ja. Aber was haben wir jetzt gekriegt dadurch? Irgend Folianten des Wissens. Was kann ich damit machen? Hmm.
Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Na gut. Machen wir erstmal weiter. Und wenn ich jetzt dran drüber lege, quasi. Nee, es ist doch einige Fähigkeiten. Fanfähigkeiten. Ein spezielles Emoji wird abgespielt. Ja, nee, brauche ich nicht. Für so Tanzsachen und so spezielle Sachen bin ich zu alt. So, ich bin wieder da. Feuer, easy peasy. You can stop worrying, Elf. The captives are safe. The cultists never knew what hit them. Now is the time to press our advantage. Return to me as soon as you are ready, and I will have a new task for you. Ja, her damit. Aufgabenbelohnung, 3000 Erfahrungspunkte. Und 500 Goldkronen. Familienanhänger. Eieiei, mit Familienproblemen. Blutdurst freigeschaltet. Wo ist er jetzt wieder hin? Minus Verteidigung, aber bringt Plus auf Angriff. Aha. Ah. Haben wir das schon ausgewählt, oder? Davon haben wir jetzt schon die stärkere Version. Achso, und hier Stufenausstieg schalten wir was weiteres frei. Ah, easy peasy, Mann. Passive Fähigkeiten, ewiger Groll. Ja, darum bin ich ja auch wahrscheinlich ein Berserker. Was haben wir hier noch so passiv? Ach, das war der Folianten des Wissens. Alle Erfahrungsgewinne werden erhöht. Ah, hat sich das auch erklärt. Ich dachte, es wäre ein Buch, was er lesen muss oder so. Da 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 da. So, ich hoffe, ihr hört meine Nachbarn nicht. Die renovieren gerade. Und das geht mir gerade selber auf den Sack. Habt doch mal einen Respekt vor YouTuber, Mann. Renoviert später weiter, wenn ich mit dem Video fertig bin. Since the attack, we have been on the defensive, reacting to the enemy's plans. That ends now. About time we took the fight to the enemy. So, how do we find their source of power? The cult must have camps scattered throughout the sewers. Find one and capture its leader. He will tell us what we need to know. Wieso festsetzen? Ich glaube nicht, dass er uns sagen wird. Es sind Kultisten. Die labern doch nicht, oder? Die sind doch fanatisch. Die werden doch uns nichts sagen. Warte, machen die gerade hier Metal-Zeichen? Könnte auch der Flüsterfuchs sein. Metal-Zeichen mit, ich halte da so einen Halbmond. Sind die Elder oder die... ja doch, Elder hießen die. Sind die doch cool? Also normalerweise, wenn ich so an Warhammer denke, sind halt die Menschen, alles was mit Chaos zu tun hat, Zwerge, so das sind meine Rassen, so die Waldelfen und der ganze, das ist nicht meins. Orks auch noch, gerade so die Goblins, ich liebe die. Bei Blood Bowl bin ich noch am überlegen, ob ich mir da vielleicht eine Mannschaft mal zurechtstelle. Einfach nur, weil die cool sind. Die Hobbits kommen auch bald raus, oder die Halblinge waren es, Entschuldigung. Ja, Blood Bowl ist noch so das einzige Tabletop, was ich mache. Und ich bin in unserer Gruppe der Schlechteste. Oh! Da kommen die Kleinen wieder. Hi, Jukit! Für so einen Einzelnen bleibe ich nicht zurück. Schnetzel ist auch aufgestiegen. Oh, der ist ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
Weil ich ihn schon wieder dauerhaft vergiftet. Chaosbrut? Warte mal. Gibt es doch hier. Na. Das finde ich scheiße. 70 Gegner haben sie reingeschrieben. Haben sie, aber eine Möglichkeit mal zu gucken, wie die heißen, gibt es hier nicht in dem Spiel. Zum Bestarium. Das ist derzeit gesperrt. Und wir tauschen mal Schnitzeln mit diesem Schnitzeln. Verfügbare Punkte. Ach, dafür brauche ich auch noch Punkte. Kack die Wand an. Okay. Haben wir das auch mal erklärt. Oh, sind ja cool weggeflogen. Ah, die Großen machen mir ein bisschen Sorge, du. Oh, da gibt es nur einen Schamane von. Ah, das war bei Diablo 2, glaube ich. Einer mit der ersten nervigsten Gegner. Der Schamane, der nämlich alle Gegner wiederbelebt hat. Was sind diese scheiß verfickten Kugeln? Ah, die bringen mir irgendwie Wut. Ah. Gut zu wissen. Ob es hier auch in diesem Spiel ein geheimes Cool-Level gibt? Also wenn irgendeiner mit einem Stock, mit so einem Holzbein ins Spiel vorkommt, dann auf jeden Fall. Fetter Gegner, fetter Gegner, Motherfucker. Das sind bestimmt Chaosbruten oder sowas, ne? Oh, 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 oh. Ich muss mal ganz kurz. Ah, stimmt, die konnten sich ja zu sowas Großen zusammenschließen. Cool. Ja, ich weiß. Ja, kriegst du schon, kriegst du schon. Oh, weg da. Die Großen geben echt Widerstand. Oh, 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 oh. Heil dich, mein Süßer. So, I need more time. Ja, ich brauche auch viel Zeit. Machen wir erstmal den da Platz. Dein Scheißer hier. Haha, nicht mit mir, ihr kleinen Scheißer. Oh, I need more time. Alter, das waren so das erste Mal. Na gut, nicht stehen bleiben. Hit me. Ups, falscher Knopf. Das war jetzt das erste Mal, dass es eine kleine Herausforderung gab in diesem Spiel. Ja, vielleicht war auch Mittel einfach zu leicht. Also wenn ihr regelmäßig Diablo und Co. gespielt habt, dann könnt ihr das, glaube ich, höher stellen. Ah, ich habe das Gefühl, die Kleinen halten gerade noch ein bisschen mehr aus. Kann das sein? Am Anfang hast du mit ein, zwei Schlägen die weggewuchtet und jetzt brauchst du ein bisschen mehr. Ich würde auch gern mit der Gegend
so, so, ja, wie soll ich sagen, dass man hier auch so die Kisten kaputt schlagen kann, auch wenn es nichts bringt. Oder es ist halt auch so, die, wenn man jetzt hier den Balken weghauen würde, dass es ein bisschen einkracht. Einfach nur, das würde ich cool finden. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, bei Diablo gab es vereinzelt solche Sachen. Bei Teil 3. Hm. Aber wie gesagt, verzeiht mir, das ist schon ein bisschen zurück. Oh, was ist denn jetzt los? Du kannst den Blutdurst deines Charakters entfesseln, indem du diese Taste drückst. Ah, das ist die neben der 1. Sammle rote Kugeln. Danke für die Info, dass die jetzt kommt, weil wir haben schon ein paar Kugeln gesammelt oder so, ne? Ich habe sie auch liegen lassen. So. Oh, ich komme mal zu euch. Ich komme mal zu euch. Ja, kommt mal her, kommt mal her. Blutdurst Party. Alter. Das denn hier? Party Time. Alter, das ist richtig mächtig. Wow. Also, jetzt fangen die noch an zu bohren. Ich glaube, mein Schwein hustet. Ah, das hätte ich mir doch aufheben sollen für die hier. Ah, die haben sich schon wieder so einen Scheiß zusammengeschlossen. Das Chaoslager finden. Aha, aha. Denkst du, damit kommst du an bei mir, du kleiner? Okay, damit ist schon er. Alter, hörst du mal auf hier? Schnell killen, solange er noch alleine ist. Also, ich glaube nicht, dass ihr das bohren hört. Ey, bleib stehen! Oh, was gibt's hier noch? Kaputt machen! Ich muss weg. Da wollen wir hin. Aber die rote Kugel ist echt eine kleine Fitze. Wir brauchen mehr Power. More Power. Oh! Geh weg, 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 weg. Da muss ich hin. Der ist nicht leicht, finde ich. Bewusstlos geschlagen. You'll never take me like that. Ah, ja, 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 ja. Ich hab mich. Hab hier vor, hab ich hier vor. Ich meine, der ist leicht auszuschalten, hat aber natürlich viele, viele Lebenspunkte, die wir runterschlagen müssen. So, dass die Kleinen sich ja nicht zusammenschließen können. Gleich kaputt hacken die Kleinen. So, geh weg. Alter, gehen die mir auf den Sack. Es tut mir leid. Meine Hoffnung ist, ihr hört's nicht. Wenn das hört, schreibt's mir in die Kommentare. Es tut mir leid. Ja.
kann euch mal erzählen, was das Problem ist, warum ich jetzt diese Aufnahme... Normalerweise mache ich die ganzen Aufnahmen für meinen Kanal am Wochenende. Weil Arbeit und so, ne? So, da ich aber am Wochenende wegfahre und mir die Ohren durchblasen lasse, quasi, muss ich das jetzt hier am Vormittag aufnehmen. Und vormittags sind natürlich Menschen aktiv und bohren halt mal rum, ne? Weil normalerweise zocke ich immer so nachmittags, abends. Da sind die Leute ja nicht so aktiv. Oh, doch, da heilt die. Da haben sie gut abgeguckt. Oh, da ist der Punkt. Muss ich holen. Also die Typ mit dem Bogen und so, die nerven einfach nur. Oh, da ist ein Punkt. Den heben wir uns gleich auf, es riecht nämlich nach Frost. Na, das Level geht's jetzt nicht mehr so leicht. Also... Die anderen Level waren echt noch einfacher. Also es ist noch nicht so, dass ich jetzt hier in Panikmodus verfalle, aber... Warte mal, wenn links der Gegner ist, gehen wir mal rechts lang. Aha, da gibt's eine Truhe. Und wir ziehen die Gegner raus. Das war auch nett. So. Also jetzt mal ehrlich. Wenn ich bohre, ich verstehe meine Nachbarn nicht. Das habe ich schon mehrfach festgestellt. Ich trinke mir mal Kapo mal kurz aus. Wenn ich jetzt Regale anbringe, messe ich mir die aus. Ja. Zeichne sie mir an und bohre dann gleich 10 Löcher hintereinander weg. Na? Weil dann nervt es ja keinen. Dann machst du einmal richtig Lärm. Gleich mit dem Staubsauger den Dreck wegmachen. Und dann kann ich in Ruhe das alles anbohren. Und der macht da unten ein Loch nach dem anderen. I smell Dwarflesh! Kill the unbeliever! Ah, Ziegenmenschen hier. Ich glaube, so hießen die. Ja, ja, kommt her, ich töte euch alle, ihr kleinen Ziegenmenschen. I must return to the fight. Ah, wir müssen da weg. Ah, wir müssen zurück. Da gibt's Wut. Da gibt's noch mehr Wut. Und jetzt gibt's euch tot, Mensch. Hit me! Hit me, baby, one more time! So. Ah, die Wut war aber diesmal kurz. Aber wir haben diese zwei nervigen Gegner weggenommen, das ist schon mal gut. Oh, noch mehr Gegner. Macht der komische Geräusche? Was macht der für Geräusche? Mit der Hals an der Leute, das nervt auch. Geh doch mal tot, du nervst. Nee. Bleib doch mal stehen, Ziegenmensch. Boah, das war ja Hardcore. Nurgle, right, you dwarf! May the Lord of Pestilence turn your guts to slime! Shut it, you misbegotten son of a goat! If I want your opinion, I'll beat it out of you!
So, verlassen wir die Kanalisation. Ah, das nehmen wir mal mit. Hoffentlich behalten wir das auch für die nächste Mission quasi. Sieht nett aus. Aber man geht erstmal da lang, wo man nicht hin. Oder. Auch. Truhen findet man einfach, aber das fand ich auch bei Diablo schon recht einfach. Damals. Was habe ich noch an Hack'n'Slave-Spiele gespielt? Fällt mir gerade so ein. Das eine habe ich jetzt sogar noch original. Torchlight. Genau, das gab es ja auch noch. Und dann Grim Dawn oder so. Aber das fand ich nicht so prall. Grim Dawn. Aber Grim Dawn war auch, glaube ich, so ein Spiel, was echt ewig lang war. Zumindest fühlte es sich so an. Schon Level 10. So. I brought you a prisoner, but good luck getting any sense out of him. He's more beast than man. Leave him here. I'll have the answers I seek, one way or another. Return to me when you are ready. All will be made clear then. Ja, Erfahrungspunkte, Goldkronen, persönlicher Vorrat für alle Charaktere freigeschaltet, aha. Du kannst vom Schlafsaal aus deinen persönlichen Vorrat zugreifen, um dort Gegenstände abzulegen. Wo ist mein Schlafsaal? Ja, da kann man halt Gegenstände aufbewahren. Aber ich glaube nicht, dass man die Gegenstände quasi für... dass die anderen Charaktere die benutzen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Cool wäre es, damit man gleich seine eigenen Charaktere buffen könnte. Oder verbessern könnte gleich, wenn sie am Anfang noch sehr schwach sind, gleich bessere Sachen geben. Ich glaube nicht, dass die Zwergenschuhe oder Zwergenäxte tragen. Naja. Gut, auch diese Mission ist zu Ende. Und ja, ich gucke jetzt mal so durch, was ich an... was ich hier so an Gegenständen verkaufen oder verschenken kann und aufbewahren kann. Hui, wir drehen uns. Ja, wie gesagt, also mir macht's Spaß. Aber ich glaube, es kommt nicht an Diablo ran. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber ich überlege es mir wirklich nochmal, ob ich hiervon noch ein komplettes Let's Play mache oder nicht. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich irgendwas falsch sage, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich habe Warhammer 40k zwar gezockt und das normale Warhammer, das alte Warhammer-Universum. Mittlerweile gibt es ja neues, aber die Computerspiele beziehen sich immer, glaube ich, auf die alten. Ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe da nur die Computerspiele gespielt, Blood Bowl, und das war's vielleicht mal. Ein Rollenspiel hatte ich mal gespielt. Da habe ich auch einen Zwerg gehabt, genau. Pen and Paper, ganz klassisch. Naja, ich hoffe, das Video hat euch nochmal gefallen. Und wenn ja, wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, gebt mir ein Like. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.